I was lord of this place before the crows and rats made it their domain. Und damit sage ich Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play The Darkest Dungeon, wo wir bei der heutigen Mission ein kleines Problem haben, welches darin besteht, dass wir keinen Heiler haben, weil wir weder den Okkultisten mitnehmen, noch die Vestalin. Und das halte ich eigentlich für eine ganz, ganz blöde Idee, bin ich ganz ehrlich. Eine ganz, ganz blöde Idee. Ich muss auch gerade nochmal gucken. Der Barde hat der... Dem sollte ich vielleicht die Stärken der Melodie nochmal beibringen. Nein, nicht hier. In der Gilde. Und wir haben aus irgendeinem Grund immer noch keinen Mauscursor. So. Dann wird hier nämlich gleich mal ausgerüstet. Start. Der Durchstoß bringt ihn 1 nach vorne. Mit der Ernte kann er Blutenschaden verursachen. Ich muss mal kurz 3 zurück. Fernkampf 3 nach vorne. Finale plus 50%. Das ich mache mir meinen Baden gerade nochmal nützlich. So, dann lassen wir ihn nämlich fröhlich hier hin und her tanzen. Und unsere Leute buffen. Und hoffen einfach mal, dass das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. So, jetzt wollte ich nochmal gucken. Ich bin echt am Überlegen, ob ich den Kopfgeldjäger doch zu Hause lasse und wir unseren Okkultisten mitnehmen. Damit wir irgendwas zum Heilen haben. Das ist mir nämlich ein bisschen riskant, ehrlich gesagt. Das mache ich auch. Ich will eigentlich nicht ohne Heilung losmarschieren. So, wie heißt die Gruppe? Oh, hört ihr mir auf, hier ständig zu blubbern? Dance with the Devil. Okay. Ja, ansonsten mache ich mir überlegen, dass wir heute vielleicht mal ein neues Gebiet starten. Ich weiß noch nicht genau, welches am besten geeignet wäre für diese Mannschaft hier. Lasst uns mal die Meereshöhlen erforschen heute. Und gucken, was wir in den schrecklichen Tiefen so alles finden können. Ja, wir haben fast kein Gold mehr. Wenn diese Quest jetzt in irgendeiner Art und Weise scheitert, sind unsere Kapitalressourcen echt am Ende. Tentakelbewehrte Wesen lauern unter der Wasseroberfläche. Achte darauf, wo du hintrittst. Ja, die Meereshöhlen sind das, was in diesem Spiel bisher zumindest am ehesten noch in Richtung H.P. Lovecraft und Call of Cthulhu geht. Das andere ist ja so ein bisschen, ja, 0815 Fantasy-Kost, ne? Die Ruinen mit den Untoten, das Labyrinth mit den Orks. Diese salt-soaked caverns are teeming with pelagic nightmares. They must be flushed out. So, wie ist die Höhle denn aufgebaut? Sonst hier so ein bisschen optimalen Kurs überlegen, damit wir möglichst wenig backtracken müssen. Starten wir erst damit oben links. Und Berge. Eine Fackel, was ist das denn? Eine rätselhafte uralte Skulptur, die schwindelerregende Fragen aufwirft.
und unsere Barbaren jetzt zu einem Laura macht. Plus 10% Schaden bei Licht unter 26. Das heißt, im Dunkeln kämpft sie besser. Was nicht unbedingt heißt, dass ich bereit bin, im Dunkeln zu kämpfen. Und da greifen die ersten Fischmonster an. So, dann gucken wir mal. Könnten die ersten beiden erstmal betäuben. Sind die für Betäuben sind die schön anfällig. Dann starten wir einfach mal damit. Nehmen die beiden hier erstmal aus der Schlacht. Wie lange ist der Buff? Debuff meine ich, für 3 Runden. Das ist natürlich heftig. Gift? Gift bringt auch was, okay. Hier. Der Bade fängt erstmal an, uns zu schwächen, zu stärken hier, zu buffen. Und der Okkultist das Scheusal, das sind Scheusale. Jo, dann hau mal deine Artillerie raus. Nutze die Chance, den Bonusschaden zu verursachen hier. Inspiration and improvement. Gifthauch raus hier, um möglichst viel gleich auf Dots zu gehen. Und einmal Womans. Und ein kritischer Heil, Schaden, würde ich jetzt schon sagen. Slow death. Unforeseen. Oh, natürlich muss der vorher jetzt nochmal drankommen. So, hier. Heil noch ein bisschen Stressschaden. Dafür sind die Baden nämlich besonders gut, um den Stress halt wieder aufzuheben hier. Ja. This expedition at least promises success. Das will ich doch auch hoffen. Wie lange blutet denn mein Kumpel da noch? Noch 3 Runden lang. Das ist natürlich unschön. Ich hätte Bandagen dabei. Auf der anderen Seite... Ich nehme es mal so hin. The light, the promise of safety. Und dann gucken wir mal, was uns im ersten Raum erwartet hier. Oha. Was? Ach du Scheiße. Sieh zu, dass du die erstmal wieder betäubst. Wir müssen hier ein bisschen... unsere Reihen wieder auf Vordermann bringen. Maximales Licht und die überraschen uns trotzdem. Das ist das Schlimmste daran. Das ist das Allerschlimmste daran. Berührung aus dem Abgrund kann betäuben. Versuche ich einfach mal, dass wir den vielleicht auch nochmal betäubt kriegen. Denn ich meine, diese Viecher, diese ertrunkenen Diener, wenn die zu viele Runden Zeit kriegen, dann explodieren die irgendwann für massiven Schaden. Und das... will ich ehrlich gesagt nicht. So, bis auf... der kann heilen. Der verdammte Bastard kann heilen. Na super. So.
haben wir auf jeden Fall unsere Gruppe jetzt wieder in Kampfformation gebracht. Haben natürlich jetzt auch schon einiges eingesteckt hier. Nicht gut. Au, gar nicht gut. Oh, könnt ihr mal aufhören, euch da auf meinen Jungen einzuschießen? Das ist ja furchtbar. Hier, komm, die Kampfballade mal. Sieh zu, dass du uns mal ein bisschen stärkst. Du, sieh zu, dass du unsere Leute geheilt kriegst. Jetzt haben wir natürlich ein doppeltes Bluten hier. Und dann schlägt der auch nochmal zu. Verdammte Scheiße, das sieht gar nicht gut aus. Oh Gott, 3 Schaden pro Runde für 2 Runden und er hat noch 5 Lebenspunkte. Na super, das läuft ja. Das läuft ja gerade. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen die großen Geschütze rausfahren hier. Das wird nämlich gerade echt unschön. Aber echt unschön. Oh nein. Nein! Verdammte Scheiße, ey! Das ist gerade eine absolute Katastrophe. Sieh zu, dass du die beiden da betäubt kriegst. Du brauchst Zeit zum Heilen. Wir brauchen ganz dringend Zeit zum Heilen. Kann ich ihn irgendwie... Nein, das wollte ich gar nicht. Bitte heil ihn, bitte heil ihn. 4 Punkte, das ist eigentlich nicht ausreichend. Alter, ich kann diese Queste kann ich im Prinzip abbrechen. Guckt euch bitte mal den Zustand meiner Gruppe an. Das ist eine absolute Katastrophe. Diese ganze Gruppe ist eine absolute Katastrophe. Weil ich es auch nicht geschissen gekriegt habe, diesen dämlichen Zombie auszuschalten. Verdammte Scheiße, ey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Knüppel den da bitte mal weg. Schon wieder am Bluten, ey. So eine Scheiße. Ich komme nicht dazu, mich irgendwie hochzuheilen. Das ist... Wir sind schon am Ende dieses... Dieser Dungeon ist zu Ende. Das war's. Schluss. Aus. Und das heißt, ich habe nicht genug Ressourcen, um mich im nächsten Dungeon vernünftig auszurüsten. Und deswegen wird das genauso eine Katastrophe werden wie dieser Run hier. Ich komme ja nicht mal dazu, mich irgendwie wieder hochzuziehen hier. Ja, ich rutsche ja hier nur noch von einem Rand des Todes zum nächsten. Das hat ja alles überhaupt keinen Sinn mehr. Ich weiß auch gar nicht, wie ich meine Helden noch irgendwie heilen soll. Ich komme ja gar nicht wieder hoch. Er kann sich ja selber heilen hier. So, du musst da vorne weiter heilen. Jo, 2 Lebenspunkte geheilt. 2 einen, der blutet. Das war echt nützlich. Das ist eine Scheiße hier gerade. Das gibt's doch gar nicht. Ich bin hier gerade sowas von verzweifelt am Versuch, irgendwas zu heilen hier noch. Natürlich! Natürlich muss er jetzt anfangen zu bluten, na, das ist doch alles.
Das ist ja gerade eine absolute Katastrophe. Aber ich versuche hier gerade echt noch das Beste draus zu machen, merkt man das? Um irgendwie hier wieder auf den grünen Zweig zu kommen jetzt. Versuch's nochmal, vielleicht funktioniert es ja. Schade. Hätte ja auch klappen können. Der verzweifelte Versuch, unseren Gegner nochmal irgendwie... Wenn er es ja nur noch bluten lässt, ne? Dreizehn geheilte Lebenspunkte, immerhin etwas. So, und er... kann jetzt wieder betäubt werden. Und mir ist der Stressschaden für einen lange dauernden Kampf mit den Gegnern gerade scheißegal. Ich denke einfach nur, Hauptsache, wir kriegen jetzt irgendwie hier unsere Gruppe wieder hochgeheilt, dass wir nochmal ein bisschen weitermachen können. Nein, der musste natürlich jetzt auch anfangen zu bluten, ne? Das musste jetzt so sein. Ja, das ist gerade auch total spannend, kann ich mir vorstellen, zu beobachten, wie ich hier nach und nach versuche, einfach nur meine Gruppe zu heilen, ohne großartig was zu machen. Aber ganz ehrlich, ich wüsste nicht... wie ich hier sonst noch irgendeine Chance hätte, diese Queste abzuschließen. Aber dass ich mich doch nochmal so wieder fangen kann, weil ich den hier ganz gut unter Kontrolle halten kann. Zwischendurch mal wieder die Kampfballade. Ja, da leidet der Held halt ein bisschen Stress dafür, dass er die Runde gepasst hat. Das ist jetzt nicht so schlimm. Den haben wir nämlich schnell wieder geheilt mit Hilfe unseres Barden. Ja, allmählich kann man die Gruppe so wieder gebrauchen. Scheiße! So ein Mist, dass jetzt das Betäuben nicht funktioniert hat, da. Dadurch meine Leute wieder bluten, das ist natürlich unschön. Aber wenigstens können wir uns noch ein bisschen hochheilen. Oh, drei Blutungsschaden, das geht natürlich gar nicht. Aber Leute, ich glaube, wir haben uns wieder gefangen. Ich glaube wirklich, wir haben uns wieder so halbwegs gefangen. Und das im ersten Kampf dieses Dungeons, ey. Yo! Die Heilung hat gesessen. Gut, dafür gibt es auch noch ein Bluten, aber... kann ich jetzt mit leben. Ja! Und er ist wieder betäubt. So, dann beenden wir es jetzt mal. Oder? Ne, wartet mal. Er ist ja betäubt. Ich fahre jetzt die Folge nochmal, die Runde nochmal. Wenn wir unseren Okkultisten auch nochmal hochheilen können. So gefällt mir das nämlich alles besser. Für das Abwarten der Runde gibt es nochmal Stresslinderung. Und dann hau drauf und bring's zu Ende. Ich hab gesagt, bring's zu Ende! Hau drauf und bring's zu Ende.
fiend falls. Meine Fresse, ey. Was war das denn für ein Kampf? Das bei fast 100% Licht, ne? Das ist heftig. Das war sowas von heftig, dass wir den Kampf dann jetzt doch noch so gut unter Kontrolle gekriegt haben, dass wir unsere Gruppe wieder hochheilen konnten. Das ist schon enorm. So, und merken natürlich dann für den nächsten Kampf. Die fetten Zombies müssen zuerst sterben. Nein! Curious is the Trapmaker's art. His efficacy unwitnessed by his own eyes. 12 Runden! 12 Runden ist der... Der ist doch sowieso schon im Arsch hier. Fischkadaver. Eine wohlgenährte Seekreatur wurde an Land gespült. Was sie wohl verschlungen hat? Ich würde mal vermuten, dass wir... das Ganze mit Gegengift hier genießbar machen, genau. So, da ist die nächste Tür, das heißt. Entzünde die Fackel. The way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. Das ist natürlich scheiße, dass ich mit einem geschwächten Kerl hier in den nächsten Kampf gehe. Oh, die gleiche Gruppe wie eben nochmal. Und beginnt natürlich sofort mit einem Buff. Na toll. Aber wenn der jetzt schon mal als allererstes dran war, dann habe ich jetzt natürlich die Gelegenheit... da nochmal ordentlich drauf zu gehen. Nein! Nein! Oh, verdammte Scheiße, wir haben schon wieder verkackt. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein, der wird schon wieder explodieren. Oh Mann, Leute, das macht keinen Spaß hier. Wie oft wird er noch geschützt? 2 Runden, ja. Der wird jetzt noch 2 Runden geschützt und bis dahin ist er längst explodiert. Das ist doch eine Kacke. Diese Monsterkonstellation ist einfach nur Kacke. Ja, das kann doch nicht wahr sein, ey. Dieses miese Schwein von einem... Fliehen. Fliehen. Kann ich fliehen? Wie kann ich fliehen? Weil es hat so keinen Sinn. Zieh dich aus dem Kampf zurück. This skirmish may be lost, but the battle may yet be won. Das versuchen wir nochmal. So, und dann, gehst du wieder nach hinten. So, und jetzt auf ein neues. In der Hoffnung, dass wir die diesmal klein kriegen. Diesmal sind sie überrascht. Okay, diesmal schaffen wir das. Manchmal muss man sich halt doch erstmal zurückziehen. So, der hat jetzt noch 2 Lebenspunkte und blutet für 2 Schaden, aber ich gehe hier kein Risiko mehr ein. Der wird vernichtet, weil das ist mit Abstand der gefährlichste von denen. Machen wir ruhig weiter die Kampfballade, buff uns noch ein bisschen. The blood quickens.
Meine Überlegung ist, was bringt uns mehr? Den jetzt nach vorne zu holen? Kann der denn seine scheiß Stresswelle dann noch einsetzen, oder? Lassen wir den mal bluten hier. So, du fängst an zu heilen. Mal das Ganze hier mal unter Kontrolle halten. Und dann kriegt er noch einen Dot drauf. 6 Schadenspunkte pro Runde, das ist ja schon mal was. Also der Kampf läuft schon mal besser als der erste. Zumindest ein bisschen. Das ist natürlich scheiße. Aber wir hauen noch ein paar Dots drauf und dann passt das schon. Wir müssen nur aufpassen, dass die Dots, die er uns draufhaut mit seiner Blutattacke, hier nicht überhand nehmen. Mist. Aber ich muss unbedingt da wieder ein bisschen Zeit in mir nehmen hier zum Stress abbauen. Das ist nämlich gerade echt wieder heftig. So, ich würde einfach mal behaupten, 2 dieser Gegner sind in der nächsten Runde erledigt, wenn er jetzt nicht wieder heilt. So, der da ist auch weg. Ja. As victories mount, so too will resistance. Das, ja, wir kriegen es gerade so ein bisschen unter Kontrolle. Die Raumkämpfe müssen wir abschließen. Das heißt, es gibt eigentlich keinen Grund, jetzt nach da unten zu gehen. Ich meine, hier ist eine Kuriosität, die können wir uns angucken. Es ist eine Tagebuchseite. Das schwärzeste Schicksal. Sogleich fanden wir uns in einer erstickenden Dunkelheit wieder. Und sahen uns einer Kreatur gegenüber, die jeglicher Beschreibung spottet und deren Angedenken meine Feder erzittern lässt. Zum Glück kann ich mich nur an Bruchteile unseres Kampfes erinnern. Cuthbert hackte auf die zuckenden Fortsätze des Monsters ein. Ich erinnere mich, wie ein Stück des Fleisches sich löste, eigenständig Bolaine ansprang und ihren kräftigen Plattenpanzer durchbohrte. Der Okkultist wollte sich scheinbar als Opfer anbieten, wurde aber von den sich windenden Gliedmaßen des Monsters in Stücke gerissen. Ja, ich kann mir vorstellen, um welches Monster es da in diesem Text gerade ging. Es ist ein optionaler Boss, mit dem wir uns bei Gelegenheit mal auseinandersetzen können. So, machen wir mal ein bisschen Licht hier. As the light gains purchase, spirits are lifted. And purpose is made clear. Mist. Ich hätte ja gehofft, dass ich anfangen darf. Das ist natürlich jetzt unschön. Jetzt brauchen wir erstmal wieder die Kampfballade, obwohl ich ja eigentlich gehofft hatte. Alter. Dass mein Bade vielleicht mal wieder ein bisschen geistige Gesundheit hier heilen kann. Na, wenigstens macht der Okkultist seine Aufgabe ganz gut diesmal hier. Ja?
Aber hier muss Stress gelindert werden. Das kann ich mir hier nicht mehr mit ansehen. Das ist die einzige Aufgabe, die der Barde in diesem Kampf hier noch haben wird. Und dann sehen wir mal zu, dass wir die Kerle da möglichst schnell ausschalten jetzt. Einmal noch spucken. Die sind ja gar nicht so schlimm. Schlimm ist diese Monster-Kombi, die wir jetzt tatsächlich zweimal in diesem Dungeon hatten. So, hier ein bisschen Stress lindern. Eigentlich ist die Gruppe gar nicht so schlecht. Wenn der Okkultist nicht Mist baut und nicht mehr zu verwenden ist, kann diese Gruppe sich ganz gut selbst über Wasser halten. Ja? Mit sämtlichen Arten des Schadens. Ich würde sagen, unser Unhold, der muss jetzt gleich erstmal sich selber heilen. Die Fähigkeit hat er ja. So, sieh zu, dass wir den ausschalten. Der ist nämlich noch dran, diese Runde. Ein Elver dort. Das ist auch nicht schlecht. Die Barbarin beruhigt sich allmählich wieder. Das ist ja das Gute, dass der Unhold sich selber auch nochmal heilen kann. Dass er nicht komplett auf den Okkultisten angewiesen ist. So, und dann bräuchte ich nochmal eine Runde, bitte. Den Stress so weit reduzieren wie irgend möglich. Damit die Helden dann hier auch möglichst schnell natürlich wieder einsatzbereit sind. Für die nächste Queste sollte es denn dazu kommen. Eine Runde haben wir noch. A time to perform beyond one's limits. Du heilst dich einfach nochmal. Du heilst ihn einfach noch. Wow! Der hat natürlich gesessen. Schön wäre es, wenn das natürlich jetzt andersrum gelaufen wäre. Aber na gut. Ich nehm's mal so hin. A trifling victory. But a victory nonetheless. Wir haben natürlich die Raumkämpfe noch nicht alle abgeschlossen. Wir müssen mindestens noch dahin. Guck mal, da wäre auch noch eine Kuriosität, aber die werde ich mir wohl nicht angucken. Wir sind sowieso schon wieder verdammt lange in diesem Dungeon unterwegs, weil ich einfach nicht damit gerechnet habe, dass wir hier tatsächlich so viel Zeit brauchen. Das ist ja... Habe ich noch ein Gegengift? Nein, habe ich nicht. Dann werde ich es wohl auch nicht riskieren. Dann gehen wir einfach dran vorbei. Another Mariner. Another misfortune. So, wir wissen ja, dass da nichts weiter drin ist. Bedeutet, wir können noch ein bisschen weiter marschieren. Dann gucken wir mal hier rein. Packs laden with loot are often low on supplies. Ich finde eine weitere Tagebuchseite, eine blutgetränkte, herausgerissene Seite eines Tagebuchs, und zwar die 6. von 6. Ich weiß nicht mehr, warum wir an Land gingen. Warum verließen wir Mutter Ozean? Die unter ihren sanften Wellen alles gewährte, was wir brauchen. Ich werde nun heimkehren, zurück in ihre Arme. Der Rest der Seite ist mit nicht entzifferbarem Gekritzel gefüllt. Eine Kiste haben wir hier gleich auch nochmal. Für ein paar Wappen, auch sehr schön. So.
match is struck. A blazing star is born. Drückt mir die Daumen, dass wir hier mit diesem Dungeon bald mal fertig sind. Ah, schon wieder so eine Gruppe. Aber diesmal wenigstens ohne den explodierenden Zombie. Das heißt, wir können uns zum Beispiel erstmal auf den blöden Schamanen da hinten konzentrieren. A brilliant confluence of skill and purpose. Das geht ja noch. Da hatten wir schon wesentlich schlimmere. Nehmen wir die beiden erstmal raus für jeweils eine Runde hier. Warte mal, ich muss mir mal kurz... Den letzten kann ich aber prinzipiell nicht angreifen damit, ne? Ne, dann lohnt es sich ja auch gar nicht. Dann wäre es ja sinnvoller, wenn ich den auch noch rausnehme hier, ne? Nebenbei machen wir mit unserer Stressheilung weiter, denn dafür habe ich ja den Baden eigentlich mitgenommen. Ja, das ist das, was so nervt, diese Heilung, die ihn dann wieder hochpusht da. Und vor allem mit unseren Waffen kommen wir ja auch an den Blödmann da hinten kaum dran, ne? Das ist es ja. So, nimm dieses noch. Und dann kriegt er noch die... Das Artilleriefeuer rein, in der Hoffnung, dass wir den blöden Schamanen nach vorne ziehen können. Damit wir ihn jetzt mal angreifen können. So, dass der Idiot, der Tiefseewächter, dass der jetzt nicht den Schamanen geschützt hat, wird den Schamanen jetzt das Leben kosten. 4 Lebenspunkte. Tschüss, Mann! So, und damit haben wir schon mal ein bisschen mehr Ruhe hier reingebracht, insgesamt. Das ist ja mal gar nicht so verkehrt. Blutungsschaden, Alter. Der ist ja schon wieder dran. Ja, aber das haben wir unter Kontrolle hier. Das haben wir unter Kontrolle. Da brauche ich mir eigentlich nicht mehr großartig Sorgen machen. Warum haut die Barbaren eigentlich ständig daneben? Sieht gut aus, sieht sehr gut aus. Da muss ich mal selber heilen hier. Das Gerät, das ist ja noch außer Kontrolle. Gut, heilst ein paar schwächende Flüche aus, weil so eine richtige Heilung ist im Moment gar nicht so notwendig. Dann sehen wir mal zu, dass wir den loswerden da. Uns hier jetzt auf den letzten Gegner dann auch konzentrieren können. Ist das eigentlich für euch in Ordnung, wenn ich das so mache, ein Dungeon pro Folge, weil die sind ja teilweise doch recht umfangreich, ne? Wenn die Folgen zu lang werden, soll ich dann doch aufteilen oder soll ich es knallhart durchziehen? Oder noch Bandagen, oder? Ja. Die nutzen wir jetzt einfach mal. Lasst mir da ruhig mal eine Nachricht in den Comments, das würde mich interessieren.
ob ich bei den Folgen auf eine bestimmte Länge gehen soll oder halt, ja, wie gesagt, pro Folge ein Dungeon. Ich bin da flexibel, mir ist das relativ egal, nur ich befürchte, dass die Folgen teilweise vielleicht ein bisschen lang werden könnten. 22, 19, 15. So. Du hast am meisten Stress. Bei dir wird ja nochmal geheilt. Und jetzt teilen wir hier aber aus, so. Jetzt wird hier aber ausgeteilt. Aber wenn ich bedenke, dass ich am Anfang gedacht habe, dass wir total am Arsch sind. Brought low and driven into the mud. Ja, gut. Aber da die Quest jetzt an dieser Stelle immer noch nicht abgeschlossen ist, bedeutet das natürlich, dass wir noch einen Kampf vor uns haben. If only treasure could staunch the flow of otherworldly corruption. Mit einer Falle. Wer kann denn hier besonders gut mit Fallen umgehen? Wahrscheinlich der Narr. Aber ich guck nochmal durch. Ja, der Narr scheint tatsächlich den höchsten Fallenwert zu haben. 70% Chance auf Entschärfen der Falle. Dann versuch mal dein Glück. Ambushed by foul invention. Das hat natürlich gesessen. Die Fallen an diesem Ort, die sind sowas von dermaßen fies. Weil die Geschwindigkeit und Ausweichchance reduzieren. Die Schaufeln brauche ich nicht mehr. Die können weg. So. Tagebuch von Darius, dem Wegelagerer, Seite 2 von 6. Vierter Tag. Der Weg in dieses vermaledeite Dorf war nicht nur schwer zu finden, sondern auch äußerst beschwerlich. Als ich ankam, machte das Dorf einen völlig heruntergekommenen und verwahrlosten Eindruck, wie ich ihn noch nie erlebt hatte. Einige Gebäude waren eingestürzt und die gleichgültigen Bewohner streunten nutzlos durch die Gegend. Ich ging sofort in die Taverne. Dort hatten sich andere mit ähnlichen Interessen versammelt. Und ich wurde einer Expedition zugeteilt. Wir werden im Morgengrauen aufbrechen. In Radiance may we find victory. Und auf in die letzte Schlacht. Oh, Kultisten. Naja, die wichtigsten Feinde stehen wieder ganz hinten, ne? Dann sehen wir mal zu, dass wir die noch loswerden. Die sind nämlich wieder sehr unschön. Mit ihren Stressattacken. Wir haben gerade unseren Stress soweit reduziert hier. Wir brauchen das eigentlich nicht, dass der wieder so hochgeputscht wird. Hier für euch. Und ein Solo, weil es so schön ist gerade. In der Hoffnung, dass wir mit dem Finale vielleicht den Schamanen ausschalten können. Aber wir kommen nicht dran an den Schamanen. Scheiße. Dann seiet ihr mal betäubt, weil die blöde Putte da, die ist sowieso außer Gefecht. Yes! Sehr schön. Dann kriegt ihr noch ein bisschen Dot rein hier. Aber den Kampf haben wir unter Kontrolle. Und das heißt, dass wir unsere Queste tatsächlich abschließen konnten. Hier nochmal für dich. Ha,
Haha, daneben. So, einmal stärken und ab der nächsten Runde kann er dann seinen Stressschaden noch ein bisschen heilen. Denn er ist im Moment der, der am gestresstesten ist von allen. Der musste jetzt noch sein, ne? Der kritische Treffer, der musste uns jetzt noch reingewirkt werden, natürlich. Na, was soll's. Nicht so schlimm. Den Kampf hier haben wir absolut unter Kontrolle. Schreiben wir nochmal an, dann kriegen wir nochmal eine Runde, in der wir uns nochmal ein bisschen versorgen können hier. Ich meine, er ist ja sowieso am Arsch, seinem Dodge. The wounds of war can be healed, but never hidden. Kommt völlig stressfrei aus dem Dungeon. Wie geil ist das denn bitte? So, er hat 24 und hier sind 22 Stress. Reduzier mal deinen eigenen Stress noch ein bisschen. Dann ist alles gut. Und tschüss, Mann. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Wisst ihr, was mich gerade ein bisschen nervt? Ich bin mir relativ sicher, der Gegenstand, den wir brauchen, um erfolgreich mit dieser Muschel zu interagieren, ist die Schaufel, die ich ja gerade weggeworfen habe mit der Aussage, so, die Schaufel brauche ich nicht mehr. So eine Scheiße aber auch. Gut, die Fackel brauche ich nicht mehr. Ja, ich wüsste auch nicht, mit was wir da sonst handhaben sollten. Ich versuche es jetzt einfach. Jemand hat schon alles mitgenommen. Na gut. Habe ich noch Nahrung? Habe ich noch. Dann könnten wir ja theoretisch jetzt doch nochmal zurückgehen. Und nochmal gucken, welche Kuriosität das da oben in dem einen Gang ist. Ich meine, wir haben eh schon maßlos überzogen unsere Zeit. Dann können wir auch versuchen, so viel Loot mitzunehmen wie irgend möglich. Wir können es ja im Moment gebrauchen. Wir haben ja tatsächlich gar nicht besonders viele Ressourcen. Und die Kämpfe hier sind ja bereits gewonnen. So, ist jetzt nur die Frage, gehe ich einmal komplett außen rum? Riskiere ich das? Oder gehe ich durch die Falle? Ich gehe durch die Falle. Bei 70% Chance zu entschärfen, war es eigentlich relativ unwahrscheinlich, dass er zweimal hintereinander verkackt hier. Das hat sich ja gelohnt. Okay, ich bin da mal weg. At last, wholesome marine life can flourish. If indeed there is such a thing. Also es hat sich aber letztendlich schon gelohnt, auf diese Quest zu gehen. Gerade auch für das Gold. Ich meine, wir haben hier gerade 11.000 Gold gemacht. Wir haben 12 Wappen mitgebracht, 6 Urkunden, 2 Porträts und natürlich hier unser Trinket. Den Ring des Bogenschützen. Mhm. Den wir hier im Zweifelsfall auch nochmal verkaufen könnten. So, unser Barde und unsere Barbaren haben natürlich auch Stufe 1 erreicht jetzt. Nachteule. Plus 2 Geschwindigkeit bei Licht unter 26. Die Barbaren wird so eine richtige Dunkelheitskämpferin. Die hat jetzt schon 2 Ticks, die ihr Bonus in der Dunkelheit geben. Stress essen. Bei Stress über 100, bei Stress über 50, 100% mehr Essen verbraucht. Wissbegierig ist natürlich gefährlich. Scheusalz schlechter, ja, okay. Für einen Okkultisten jetzt nicht so sinnvoll, aber immer noch besser als irgendwas anderes. Und der Barde kämpft auch in der Dunkelheit besonders erfolgreich. Und wir haben zwar nur 50 Minuten für diese Queste gebraucht, aber wir haben es tatsächlich dann doch noch geschafft, sie erfolgreich abzuschließen. Und das ist A wash in blood and delusion. He bears the burden of a thousand lifetimes.
Ich bin ganz ehrlich, ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet. Blutgeißel. Einige glauben, dass nur eine Unmenge an Blut und Leid die Krankheit im Land heilen kann. Hier ist jemand, der seinen Teil dazu beiträgt, der Flagge Land, ne? Ja, eine weitere Charakterklasse, die ich noch nicht kenne. Blöd nur, dass unsere Kaserne voll ist. So, was haben wir hier noch? Welche Ereignisse? Die Ruinen wurden... Nein, noch nicht ganz nach unten. Warum geht es nur ganz nach unten? Ja, okay. Nichts wirklich Erwähnenswertes. Vielleicht können wir unsere Kutsche hier noch ein bisschen aufleveln. Word is traveling. Ambition is stirring in distant cities. We can use this. Ich sehe da gerade, dass sich uns noch eine weitere Vestalin anschließen will. Ich bin echt versucht. Ich glaube, die nehme ich einfach nochmal mit, damit wir immer so ein paar Heiler in der Hinterhand haben. A sister of battle, pious and unrelenting. Und dann holen wir uns natürlich den Flagellanten aus dem Dorfereignis hier. Wenn er sich uns schon so anbietet, dann wollen wir ihn mal ausprobieren. There is power in the blood. For those with the fortitude to pay the price. Ich hoffe, ich bin auch in der Lage, den halbwegs vernünftig einzusetzen. Weil ich weiß im Prinzip gar nichts über ihn. Gut, ich werde jetzt offscreen wieder so ein bisschen upgraden und die nächste Queste schon mal planen. Solltest du nicht deine Qual behandeln? Ist ja immer noch panisch. Kommt erstmal weg hier. So, okay. Ja, wie gesagt, das war jetzt erstmal Darkest Dungeon für diese Folge. Ich werde jetzt offscreen so ein paar Sachen erledigen, die nächste Queste schon mal planen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann.